Das immer wieder. Und das war gerade meine Mutter, weil die eine Hose herausgesucht hat für morgen. Und ich muss kurz den Chat lesen. Moin, hallo, wie geht's euch so? Also, ich habe eine Frage gefunden, dann lesen, bla. Du musst dich gerne, also nein, hast du Verschuldung auf das Ziel, etc. Du allerdings sind das Spiel schon zusammenbleiben, wo man in der Luft. Oh, baue den bin ich eher schlecht, sowas kommt eher spontan. Übrigens, Gesetz zu 2000 Total Views. Sind mir egal, Total Views. Das repräsentiert ja nicht, was ich für aktive Zuschauer habe. Das ist ja nur eine Zahl wie die Videoaufrufe auf YouTube. Also von daher, danke fürs WB. So, wir fahren jetzt ja nicht mal weiter. Wenn, dann mache ich heute vielleicht eine Stunde früher Schluss. Weil ich dann um 12 schlafen gehen muss und ich dann morgen um 8:45 aufstehen muss. Oder was meinst du? Okay. So. Wollen wir mal gucken, wie es heute wird mit dem Fahren. Ach ja, kann mal einer von euch irgendwas in den Chat schreiben, weil ich hab jetzt wieder einen Fenstermodus um switchen müssen. Und das ist wieder ein bisschen blöd mit dem. Mit dem Dingens. Und daher. Test. Was? Was? Mal schauen, ob am Freitag wieder Chesra mit dabei sein wird im Stream. Ich denke, da werde ich auch nochmal Minecraft streamen und ETS 2 und dann wird das normal regulär mit den normalen Projekten weitergehen. Das ist ja schon. Weil, dann ist ja auch Rooster nicht mehr da, dann habe ich wieder meine Ruhe und kann wieder in Ruhe streamen. Ich bin fies, ich weiß. Es ist schön, dass du das echt nur japanische Schriftzeichen hat, die Musik, aber kein schon weiß, was sie heißen. Oha, du kannst Minecraft streamen. Was für ein Überrechner hast du bitte? Ich habe zum Beispiel ein i7, habe 16 GB RAM. Ich habe eine recht gut, ich habe eine Radeon R9, glaube ich, oder so. Keine Ahnung, frag mich doch nicht, was ich habe. Ich habe einen ziemlich guten i mit Atomenden. Und der ist echt gut Atomenden. Also ich habe eigentlich der läuft auch Battlefield 3 in Ultra. Ohne Probleme, wenn der nicht absolut abschütten würde, der PC, aber ist vorige Woche oder so einmal abgeschmiert, vor 2 Wochen und davor 4 Wochen lang nicht, also er scheint sich langsam einzukriegen, hoffe ich zumindest mal. Ich habe ein i7 490K und das reicht nicht. Du hast aber auch den RAM für Minecraft erhöht, oder? Sorry, du hast aber auch den RAM für Java erhöht, oder? Ansonsten habe ich keine Ahnung, also RAM und Prozessor wird ausgelastet bei Minecraft. Grafikkarte glaube ich eher weniger. Ja, ich hab's am Ohr. Oh Gott, oh Gott. Also, ja. Man sollte natürlich dann auch den RAM erhöhen, weil das scheint ein bisschen 1 GB, dass der eben zu was, das reicht noch nicht mal für Vanille auf dem Server. Mit Mods erst recht nicht. Von daher. Wenn du dann erst mit Mods anfängst, dann musst du natürlich auch den RAM erhöhen. Sonst gibt er dir Out of Memory und Lags und so ein RAM. Von daher. Oh, mein Gott, ich bin erschlossen.
Das sind leider noch 1000 Kilometer zu fahren. So, kurze Information. Server 4 Slots mit Ultimate für die RAM. Kostet insgesamt 7 Euro für 30 Tage. Das werde ich dann so buchen. Mhm. Das heißt, eine 15 Euro PayPal-Karte entspricht dann gleich ja, 2 Monate. Ja. Wirst du die dann morgen schon holen oder wie? Wahrscheinlich, ja. Das heißt, morgen kann man dann schon den einrichten oder was? Ja. Dann werde ich wahrscheinlich die Singleplayer-Welt wohl aufgeben. Und das ist die Frage, wann Tommy Lust hätte und Zeit hätte, und die Frage, ob vielleicht Tommy noch jemanden wüsste, der vielleicht noch mitmachen wollte. Und im Laufe der Zeit kann man ja langsam von der Performance ein paar Schritte runtergehen und dafür noch ein paar Slots freischalten. Ja. Naja, hab 8 GB RAM recht für gewöhnlich und ne, hab's noch nicht erhöht. Hab's noch nicht, glaube ich. Zocken reicht's easy, durchgehend 120 FPS. Jetzt pendeln wir uns bei 20 FPS ein. Ja, keine Ahnung, was das ist. Rooster, hey, sagt Azorion. Moin. Keinen, mit dem man zocken kann. Also anscheinend kennt er keinen. Na gut, aber du hättest wahrscheinlich Interesse, Tommy, oder? Also, frühestmöglich, sage ich mal, so die ersten Spatenstiche zu machen. Du musst bedenken, er hat dann 2 Server, auf denen er spielt. Ob er das will? Deswegen frage ich ja. Und ich mache einen Deal halt. Also du jetzt zwar noch nicht, aber später dann, wenn du halt wieder in deinem PC bist. Ich meine, in Azorion das dann sogar spielen kann, weil er Bock hat, damit zu spielen, mit so vielen Mods. Wenn ich ihn von der vielleicht reinschreiben. Immer bremsen, 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 bremsen. So. Also für den Server würden dann im Ultimate-Paket 6 GB zur Verfügung stehen. Warte mal. Was? Ich hab dann 4 Server, aber das kratzt mich nicht. Also. Moin Daggy, hallo! Moin! Hallo! Ja. Servus. Aber okay, dann nur zur Information, da werden keine Vierecksklötze wieder hingesetzt, oder? Doch. Nein, da werden schöne Häuser hingesetzt. Ich kann auch keine Häuser bauen. Dann helfe ich dir dabei. Ich kann das einfach nicht. Vierecksklötze sind ja auch Häuser. Dann macht man halt einen Mischmasch aus modern und was weiß ich was. Mittelalter. Ach ja, zur Info, Daggy. Erstens, falls du Song-Requests haben möchtest, sag's. Momentan sind keine an. Momentan habe ich so meine eigene Musik drin. Weil keiner Song-Requests machen wollte, deswegen sind die momentan aus. Und ja. Und zweitens, der Stream wird nur bis um 12 gehen. Aus dem Grunde, weil ich morgen um 8:45 aufstehen muss, damit ich noch in schöner Ruhe frühstücken kann und so. Weil ich mich dann im Bus fahren muss und so. Was? Hä, was? Ich bin dann am tiefsten, wo man reden kann. Rooster, der kreative Kopf unter euch, wa? Ausrufezeichen SR XD, nee, Doppelpunkt D. Stream ist detected, das offen und keine Request during this time. Mucke ist egal, ich ziehe mir gleich Joint rein und da ist die Mucke chillig. Ich stehe um 5.45 Uhr auf. Und Tommy, Klein hat ja einen TS-Server. Beziehungsweise den haben wir doch auch gleichzeitig mit dabei, oder? Ich hab Tommy in Skype sowieso. Ja, reden dann sowieso miteinander, das ist ein absolutes Muss. Und daher. Ja, Azorin, du bist ja auch arbeitstätig. Ich nicht.
Ich bin dann noch leider arbeitslos. Und das wird wahrscheinlich noch eine Weile noch so bleiben. Weil. Ah! Ich bin fast gegen die Leitplanke schon wieder gefahren. Boah, Alter. Ich mache ja schon wieder alles viel zu knapp. So, Ampel. Jetzt gehe ich um 6 ins Bett und stehe um 8 auf. Oh Gott. Ach, das wird schon klein. Ich bin schon fast bei einem, seit einem Jahr arbeitslos, also nichts mit, das wird schon. So ultra optimistisch braucht man hier nicht zu sein. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich nicht gut mit Kunden umgehen kann, weil die meisten mir schon nach geraumer Zeit auf die Nerven gehen und herrliche Musik. Ich glaube an dich. Das ist übrigens, wie heißt der Anime? 1x1 Shinobududen oder so ähnlich. Ich keine Ahnung, wie der heißt. Ein ziemlich unbekannter Anime, glaube ich. Aber ziemlich ein älterer. Ich gehe ins Bett, wenn ich den rosa Drachen erreicht habe. Dum, 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 dum. Es ist halt Anime-Musik, was gerade läuft. Also Kingdom, das ist Kingdom Hearts Insider. Also verschiedene, ist eigentlich Videospielmusik aus der Seite, wo du die runterladen kannst. Und jetzt ist Kingdom Hearts Insider halt ein Kingdom Hearts. Was ist das? Alter! Ich hab das Auto umgekippt, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Oh, es tut mir keinen Schaden. Alter! Ja, immer den Menschen an und aus. Alter, warum musst du auch direkt vor mir einfahren? Ich baue wieder die helllichsten Unfälle, hä? Mhm. Zum Glück hat nur mein LKW-Schaden bekommen, das ist nicht so. Das ist aus Korea oder Japan! Oh, nicht schlecht. Leute, könnt ihr mich wieder reinfallen lassen? Danke. Was ich eigentlich auch mal wieder spielen könnte, wäre Sims oder so. Ich habe das in 2 Original. Sollt ihr davon halten, Leute, wenn ihr mal Sims oder so spielen? Ich weiß nicht, ob die meisten, die nächsten von euch, werden das wahrscheinlich interessant finden. Die Toilette, die geklaut wurde. Ja. Oh Mann. Das war, Leute, das war so genial. Wir hatten das ganze Haus voll mit der besten Technik. Das teuerste vom teuersten. Und dann hatte Klein auf Schnellvorspulen geschaltet. Und auf einmal kam ein Einbrecher. So, Klein konnte nicht schnell genug reagieren. Da war der Einbrecher fort. So. Und dann haben wir erstmal die Wohnung durchsucht. Was ist denn jetzt weg? Der Fernseher war noch da, der Computer war noch da, das teuerste vom teuersten war noch da. Was hat er geklaut? Die günstigste der günstigsten, dreckigsten Toiletten an der Dusche. Ja. Nun moin, ich glaube, es hackt. Hallo. Was das schon länger ist. Und das haben wir erst da gemerkt, wo unser Sinn jetzt mehr kacken konnte. Ein Einbrecher? Ja. Okay, Captain Caps Lock. Danke, Marshall Azorion! Er hat's Klo geklaut? Nicht euer Ernst. Doch, hat er! Er hat's Klo geklaut. Warum auch immer. Wenn du Sims spielst, krieg ich den gratis Bett? Kreuzbett? Hä? Was? Aber Sims wäre auch so eine Möglichkeit, um Lüber einzubauen in die Familie, weißt du? Das wäre nochmal eine geile Idee. Ich meine, wenn es euch gefällt, ich habe Sims 2 habe ich noch original auf Origin, alle Add-ons. Komplett alle. Ich habe die Ultimate. Achso, krieg ich den Headset. Achso.